Will ich hier rein? Ich glaube nicht. Gehe ich erstmal runter? Ich weiß noch nicht mal, wo ich hin muss. Ist es tot? Nein, nein! Ich bin einfach durchgedasht. Gut, nicht gut. Okay, das ist der First Floor. Hier ist noch eine Truhe. Komme ich nicht rein. Was ist das hier? Ein Korb. Ventilator? Aber er ist nicht an. Mal gucken, was es hier so überall gibt. Hammer? Ebene 4. Irgendwie ist der Plan der Behörde, Dylan zum nächsten Direktor zu machen, schiefgegangen. Marshall klang, als wäre alles Dylans Schuld gewesen. Aber wie sehr lag es an dem, was die Behörde mit ihm machte? Ich denke, sie sagt mir nicht alles. Was ist Dylan da vorne? Ich glaube nicht. Wieder Sektion 4? Was? Und da springe ich mal eben kurz auf. Und jetzt müssen wir diesen Fernseher suchen anscheinend. Hier fehlt er. Oder ist generell hier oben noch nichts? Hallo? Ist da jemand? Ja, hier ist jemand. Was machen Sie hier? Oh, Gott sei Dank. Dieses Objekt muss ständig beobachtet werden. Oder es dreht durch. Meine Ablösung ist nie gekommen. Können Sie mir helfen? Verdammt. Leider nicht. Es gibt einen Notfall. Aber ich komme zurück, versprochen. Okay, nur bitte nicht vergessen. Ich kann das nicht mehr lange anstarren. Der Kühlschrankdienst. Denn von dem Inneren, nachdem Dylan gefunden wurde, 4. Ebene. Ja, okay. Schon wieder Menschen. Die fliegen mit Schilden. Du stirbst jetzt erstmal. Los jetzt! Keine Panik, der Direktor ist
Die Direktorin schuld. Kann ich mit euch reden? Nein. Gut. Ich bin nicht sicher, aber das sollte so auch das nicht sein. Das ist das Objekt der Macht. Ich muss es säubern. Das lässt die Leute schweben. Hiermit können wir dann gleich auch zum Anker rüber. Ich glaube, das Ding ist mächtiger, als man denkt. Hilfe? Ich überlege, was jetzt. Okay, gut. Ich konnte noch gar nichts machen. Immer noch nicht. Was hat das Ding hier gemacht? Salvador. Und noch mehr zum Heilen. Gib mir alles, gib mir jedes. Den Anfang nehme ich auch gerne dich. Ich sehe ihn nicht. Anker. Die Mannschaft der White Onslaught traf zum ersten Mal auf ein seltsames sphärisches Phänomen, als sie in auf Fischfang war. Zeugen beschrieben es als Schwarzsphäre mit schwarzem Licht dahinter. Sie schwebte genau über dem Bug des Schiffs. Die Mannschaft warf einen Blecheimer um, der allerdings in der Sphäre verschwand. Bald darauf wurde die strukturelle Integrität des Schiffs komprimiert. Das Metall verrostete und fiel innerhalb von Minuten auseinander. Wenn das Schiff unterging, sank auch die Sphäre ins Wasser. Ein vorbeikommendes Fischerboot mit Namen rettete die vier überlebenden Mannschaftsmitglieder. Es wurden Agenten an die letzte bekannte Koordinaten der White Ocelot geschickt. Die Tauchgänge unternehmen sollten. Auf dem Meeresboden konnten
diese die Sphäre ausfindig machen. Das Schiff war mit Ausnahme seines Ankers vollständig zerstört worden. Als die Agenten den Anker vom Meeresboden anhoben, bemerkten sie, dass die Sphäre sich in Verbindung mit dem Anker bewegte und innehielt. Fast so, als wären sie eins. Der Kontakt mit der Sphäre wurde vermieden, doch der Transport des Ankers erwies sich als harmlos. Das Objekt wurde von zum US-Hafen von gebracht. Nach der Ankunft in New York kam er über in die Behörde. Ja. Why not? Ein weiteres Objekt der Macht, das verrückt spielt. Und wir fahren noch eine Kiste. Und es geht wieder los. Aber wir haben hier noch was. Na, wo ist es dann? Salvador-Ausweis. Sie hätten für Personal ohne Sicherheitsfreigabe überhaupt nicht zugänglich sein dürfen. Lin Salvador. Ich glaube, 7 kann ich, oder? Das ist der Chef, der... Ich hätte mir ein bisschen anders vorgestellt. So. Und damit können wir jetzt schweben anscheinend. Uiuiui. So. Okay. Braucht anscheinend keine Energie. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich schweben kann. Nach Zeit geht's aber runter. Hier rüber. Es geht nicht ewig, aber es geht schon relativ lange. Können wir gleich den Anker eigentlich holen, oder? Würde ich jetzt mal sagen. Okay, der Fernseher ist erledigt. Jetzt kann ich zu Dylan. Ich weiß nicht, ob ich hier lang sollte. Ich probiere es jetzt einfach mal aus. Gut, hier sollte ich nicht lang. Hallo. So, gut, dann wollen wir mal hier raus, würde ich sagen. Stirbt doch.
Ich weiß nicht, ob der Raum so sein soll. Ich gehe einfach raus. Ich habe diesem Raum nichts entgegenzusetzen. Ich lasse ihn einfach so.